Hallo Leute, da, da sind die ersten Gänse. Hört ihr sie? Sie fliegen gerade über Jesus hinweg. Das sind die ersten Gänse, die in den Süden flüchten vor der Kälte. Heute ist der 23. September 2024. Es ist 18.26 Uhr und ich möchte mit diesem Video eine Ansage bzw. einen Appell und gleichzeitig auch eine Erklärung an die Evangelische Kirche Deutschland machen. Ich bin speziell von dieser Kirche als Kind nicht nur missbraucht, ich bin wirklich gefoltert worden für 2,5 Jahre. Ich will das nicht in Worte beschreiben, wie das ein gewisser Herr Detlef Zander tut, der offiziell von der Kirche immer noch als der Sprecher der betroffenen Vertretung sitzt in der Kirche. Und das machen wir, das lassen wir uns nicht länger bieten, sowas. Ich vertrete mittlerweile über 400 Missbrauchsopfer der evangelischen und der katholischen Kirche und auch private Missbrauchsopfer, die in ihren Familien missbraucht wurden. Und ich fordere den Rücktritt von Herrn Detlef Zander. Und das werde ich in Kassel tun, bei unserem nächsten Symposium, bei unserem nächsten Treffen der Betroffenen. Weil es nicht geht, dass Herr Zander von anderen Missbrauchsopfern Details klaut und in seine eigenen Geschichten, in seine eigenen Interviews der Presse eingebaut hat. Wir können das beweisen. Herr Zander hat vermehrt andere Leute, andere Missbrauchsopfer, sogar vor Gericht zitiert. Das geht gar nicht. Ich habe persönlich die schlechteste Erfahrung mit diesem Herrn gesammelt. Ich habe ihn gebeten, vor 5 Jahren doch bitte nicht mehr diese üblen Geschichten, und für mich sind das einfach Geschichten, weil wenn mir sowas wirklich passiert wäre, da würde ich damit nicht hausieren gehen in der Presse und würde dann auf Mitleid machen oder auf Aufmerksamkeit. Das ist nichts anderes. Denkt drüber nach, wenn euch sowas passiert, ein Mädchen, das vergewaltigt ist, das worden ist, ja, schlimm genug, es gibt es genug und viele, die wird dann in das Nachtcafé eingeladen vom SWR. Da sitzt dann Michael Steinbrecher und er sagt zu Herrn Zander, ich bin fast vom Stuhl gefallen, er sagt zu Herrn Zander, ja, erzählen Sie doch mal. Und dieser Kerl vertritt uns, fängt an und erzählt seine Ölkännchen-Story. Das geht nicht. Leute, was für eine Kirche ist das, die sowas zulässt? Ich habe mich sofort an die EKD gewandt. Vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, vor 5 Jahren schon. Ja? Als der zum allerersten Mal in der Presse mit so einer horrenden und absolut üblen Story da in die Öffentlichkeit gegangen ist. Er hat von mir auch Details aus einem Interview vom WDR geklaut. Das kann ich nachweisen. Und insofern wird es jetzt zu einem Knall kommen. Der Mann muss zurücktreten. Das fordern wir, weil wir uns... ich bin Teil der Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche. Und ich lasse es nicht zu, dass dieser Mann uns in der Öffentlichkeit vertritt. Ich will den Job nicht. Nicht, dass ihr denkt, ich will mir seinen Job. Nein, ich will was anderes. Ich will der Nachfolger von Annette Kurschus werden. Und das wird auch so werden. Denn was die Kirche getan hat mit mir persönlich, ist nicht nur ein Verbrechen. Das ist Vorsatz und ich kann es beweisen. Und das habe ich alles erst vor kurzer Zeit rausgefunden. Ich nenne nur einen Namen. Dr. Hans Puttfarken. Ja. Ich musste auch lachen, als ich den Namen zum allerersten Mal gehört habe. Es tut mir leid, der Mann ist wahrscheinlich schon tot. Gott hab ihn selig. Aber ich nehme euch jetzt mit zu unserem Herrn Jesus Christus. Und ich finde das in der katholischen Kirche einen wunderbaren Brauch, einfach eine Kerze anzuzünden. Hier. Das wird in der evangelischen Kirche leider nicht so sehr gehandhabt. So,
Jetzt könnt ihr sehen, hier ist die Kerze. So, müssen wir abdecken. So, hier ist eine Kerze. Und ich sende diese Kerze und den Appell damit an Herrn Dr. Hans-Ulrich Anke, der in Hannover sitzt. Ich habe von Ihnen noch kein Sterbenswörtchen gehört. Und Sie wissen genau, warum. Sie wissen ganz genau, dass ich nichts, absolut gar nichts für meine Abstammung kann. Wer kann denn schon was dafür? Ja? Können Sie was dafür, was Ihre Großeltern waren, was sie taten? Ich habe es im Kölner Dom laut und deutlich bei meiner Rede, beim Gebet und meiner Ansprache gesagt. Ein Künstler definiert sich nicht durch seine Großeltern, sondern durch seine Kunst allein. Und aus diesem Grunde fordere ich Sie auf, mir eine Chance zu geben. Und ich war derjenige, ich stehe hier vor Jesus Christus, der am Kreuz leidet und der daran auch gestorben ist für alle unsere Sünden, wie wir alle wissen. Und ich bin derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Frau Annette Kurschus mit sich selbst ins Reine gekommen ist, wenn Sie genau nachfolgen, was ich getan habe. Herr Zander hat sich dann auch daran gehängt und hat dann im November bei der letzten Synode letztes Jahr, stand in der Presse, Herr Zander fordert den Rücktritt von Frau Kurschus. Ach toll, hat er sich mal wieder was abgekocht. Ich habe im März, am 20. März, Gott ist mein Zeuge und ich habe das genug Beweise, Sie wissen das, habe ich eine Mahnwache abgehalten vor der Arbeitsstelle von Frau Kurschus, weil ich ein großes Interview in der Glocke hatte, wo ich höhere Anerkennungszahlungen für alle, für uns Opfer der evangelischen Kirche fordere. Weil es geht nicht an, dass eine Kirche sich komplett blamiert gegenüber der katholischen Kirche, denn die katholische Kirche zahlt wesentlich mehr an ihre Missbrauchsopfer. Und Sie wollen doch wohl nicht zwischen Opfer und Opfer unterscheiden, oder? Finde ich nicht gut. So, nochmal zurück. Ich habe deswegen auch vor dem Amt von Frau Kurschus demonstriert. Kein Mensch kam raus. Wir haben zweimal ein paar Gesichter gesehen, oben am Fenster, diesem hohen Gebäude mit diesem wunderschönen Abendmahl-Relief über dem Eingang. Teure Tür, richtig alles dick, massiv, ja, schön. So, und einen Monat später war ich im Osnabrücker Dom. Und da war dann der Staatssturz auf dem Plan. Ich habe ja mit den netten, freundlichen, gut aussehenden Beamten gesprochen, die in Zivil da waren. Die haben es auch zugegeben. Frau Kurschus hat also behauptet, das Missbrauchsopfer der evangelischen Kirche, was am meisten von allen gequält wurde, wirklich gefoltert, massenvergewaltigt und. Und ihr wollt keine Details hören, wie der Herr Zander das so tut. Das ist nicht in Worte zu fassen. So, dann habe ich den eingesprungenen Bischof, da ist der Bischof von Osnabrück, ist kurz vorher auch wegen Kindesmissbrauch zurückgetreten. Einer der wenigen, die wirklich, wirklich Mumm hatten und gesagt haben, ich kann nicht mehr. Und der ist zurückgetreten in Osnabrück letztes Jahr. So, dann war da der eingesprungene. Ich habe ein Kreuz gebastelt, ein rotes, wunderschönes Holzkreuz angemalt mit den grünen Worten Pax, P-A-X für Frieden, habe es ihm übergeben vor dem Dom. Ich habe mich also wirklich benommen wie ein Vorsitzender der evangelischen Kirche. Frau Kurschus hat mir zugenickt, als sie dann rausgegangen bin und da ist. Und das finde ich auch, fand ich auch sehr menschlich und einen sehr menschlichen Zug. Und ich danke ihr auch dafür. Und ich werde mich eventuell mit ihr auch versöhnen und befrieden, wenn ich der neue Vorsitzende sein werde. Weil ich vergebe. Und ich denke,
unser Jesus Christus, hat uns das gelehrt. Wir bringen jetzt mal die Kerze zu ihm und stellen sie hier ab, vor dem Kreuz, da unten. So. Genau dahin. Ich werde ihn euch noch mal ein bisschen näher zeigen. Er ist wirklich sehr, sehr ausdrucksvoll und schmerzerfüllt. So wie wir alle Missbrauchsopfer, die ihr ganzes Leben lang unter diesem Verbrechen leiden. Ich habe nicht ohne Grund die Sekretärin Frau Elke Neheidum in Düsseldorf angerufen, habe ihr eine Woche vor unserer allerersten Demonstration gesagt, Missbrauch, Kindesmissbrauch ist wie Mord, Frau Neheidum. Und dann hat sie das aufgeschrieben und dann stand das in der Bild-Zeitung. Ja, ihr werdet es nicht glauben. Das ist aus meinem Missbrauchserfahrung in der evangelischen Kirche. Kindesmissbrauch ist wie Mord. Und das wurde dann als die Schlagzeile von unserem jetzigen immer noch Innenminister Herbert Reul, CDU, ausgegeben. Ich habe Herrn Reul angezeigt, ich habe Frau Elke Neheidum angezeigt, weil die mir meine Aussage geklaut haben. Und Herr Reul, es wurde natürlich eingestellt, wenn man den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, vom größten Bundesland Deutschlands anzeigt, dann hast du keine großen Chancen. Ist nun mal so. Wurde eingestellt und dann hat mir der Herr Reul in seiner Freundlichkeit und Güte ein Dankesschreiben geschickt. Als ich zum ersten Mal am Kölner Dom Aschermittwoch der Künstler teilgenommen habe. So, und jetzt nochmal zum Thema Kurschuss. Ich bin also in Osnabrück gewesen und habe dort demonstriert. Die zweite Mahnwache, die zweite. Und dann hat diese Frau gedacht, okay, sie wusste von diesem Missbrauchsfall aus den 90er Jahren aus ihrer Gemeinde Siegen-Wittgenstein. Und irgendwie wurde sie durch meine Mahnwache und ihre Ansprache an sie, meine Ansprache an sie, wurde sie aufgerüttelt und hat dann im November die Reißleine gezogen. Mit einem riesen Donnerknall ist sie aus der Kirche ausgetreten. Nee, sie ist noch in der Kirche, sie ist ja immerhin Pastorin. Aber sie hat alle Ämter niedergelegt. Und ich finde, das ist auch richtig so, dass sie das getan hat. Und aus dem Grund sehe ich mich wirklich auch in der Position, jetzt zu sagen, okay, ich bin der erfolgreichste Aktivist gegen Kindesmissbrauch, denn durch meine Aussage, Kindesmissbrauch ist wie Mord, hat Herr Reul, die damalige Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, unter Druck gesetzt. Die ist zurückgerudert, weil die Frau wollte erst gar nicht das Gesetz zum Schutz unserer Kinder ändern. Also ihr seht, ich lüge euch nichts vor, das ist die Wahrheit, ich kann alles beweisen. Und aus dem Grund wäre die evangelische Kirche wirklich dumm, wenn sie nicht einen Mann nach einer Frau an die Spitze setzen würde. Ich will repräsentieren, ich kann mit Leuten. Und ich glaube, das beweisen meine über 1100 Videos mittlerweile, dass ich weder verrückt, noch dass ich in irgendeiner Art und Weise in meiner Traumwelt lebe oder sonst was. Ich bin ein Vollblutkünstler, genau wie meine Großeltern. Und das wisst ihr alle. Und das möchte ich einbringen. Ich habe das schon in anderen Videos gesagt. Mein erster Ort, den ich die evangelische Kirche repräsentieren werde, ist Yad Vashem in Israel. Ich war mit 18 Jahren bereits schon in Israel. Und es gibt kein schöneres und wichtigeres
und auch besseres Gefühl, als sich als Deutscher bei einer Holocaust-Überlebenden oder einem Überlebenden zu entschuldigen. Für das, was Adolf Hitler diesem Volk angetan hat. Seit diesem Treffen in Essen vor ein paar Tagen ist so viel hochgekommen in mir. Und ich habe die Not von uns Missbrauchsopfern gespürt. Das sind ältere Männer. Die sind als kleine Jugend, so wie ich, missbraucht. Denen ist ihre Unschuld genommen worden. Und unsere Kirche nimmt das nicht ernst. Sie setzt einen Mann wie Detlef Zander dahin. Und das geht gar nicht. Ich fordere auch gleichzeitig eine Anna-Nicole Heinrich zum Rücktritt auf. Frau Heinrich, Sie verarschen sich selber. Sie haben überhaupt kein Talent zu einer Präses der Synode. Sie sollten sich schämen, in Interviews über ihre Sockensammlung und ihre WG daher zu schwadronieren, als wäre das Jesus. Ihre Socken sind scheißegal. Wir haben kein Wort über Missbrauch gehört. Sie sollten ihre Sachen packen und abhauen, ganz ehrlich. Ich bin sauer. Wir sind sauer. Über 400 Kindesmissbrauchsopfer sind sauer auf sie, weil sie uns verarschen. Und wer duldet das? Die Synodalen. Falls Sie dieses Video sehen, ich bin im November da. Ich erwarte, dass ich die Nachfolge von der Frau Heinrich antreten werde und dann zu einem Vorsitzenden als Repräsentant, wohlgemerkt, gewählt werde. Ich kenne genug Pastoren, die wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen. Und wir werden ein großes Team, ein gutes Team. Wir werden diese Kirche umkrempeln und wir werden die Kirchen wieder füllen, weil ich genügend Ideen habe und Gedanken, wie man das schafft. So Leute, das war mein Statement. Ich zeige euch nochmal diese wunderschöne katholische kleine Wallfahrtskapelle da oben. Da ist eine Maria drin, ich habe vorhin ein Video gepostet. Die hat eine Birne in der Hand. Auf der einen Seite eine Birne, auf der anderen Seite Jesus. Als er noch ein kleines Baby war. Leute, es ist der erste Tag im Herbst. Das Leben kann auch als Missbrauchsopfer sehr schön sein. Man braucht sich da nicht wie der Herr Zander immer hinsetzen und seine Rolle spielen. Ich bin Schauspieler. Ich brauche keine Rollen spielen. Ich bin ich. Und wenn ich als Arminius mich verkleide und rumgehe mit einem wunderbaren Mädchen, die meine Gattin spielt, Thusnelda, dann ist das Spaß. Dann ist das Fun. Dann ist das Life. Und Art ist Life. Das wisst ihr, ist meine Devise. Ich komme wunderbar aus mit Kardinal Wölki. Ich weiß, manche von euch werden mich auch dafür hassen, aber wir müssen zusammenarbeiten. Ich werde als neuer Vorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands Herrn Wölki, den ich sehr gut kenne, die Hand reichen und wir werden regelmäßig Treffen mit Betroffenen sexualisierter Gewalt in beiden Kirchen machen, damit die Presse endlich dieses Thema auch in den Mittelpunkt beziehungsweise in ihre Agenda aufnimmt. Das ist wichtig, Leute. Das ist wichtig. Und dann werdet ihr sehen, dann gehen auch diese Missbrauchsfälle zurück. In diesem Sinne, ich grüße euch alle. Ich sende euch gute Energie vor unserem Herrn. Und ich liebe alle Religionen. Ich werde die Hand reichen zu unseren muslimischen Brüdern und Schwestern, zu unseren jüdischen, zu unseren buddhistischen, auch wenn es da noch etwas zu reden gibt wegen einem Dalai Lama. Und das wisst ihr.
Insofern alles Gute, peace out. Und Gott sei mit euch. Amen.